Morgen und übermorgen ist Klaus Scholz mit dabei, vielleicht bei einigen bekannt von Ab ins Beet. Das heißt Möbel, Kamine, Grills, Überdachungen, also alles Mögliche, was man so bräuchte für den Garten. Da gibt es echt Spezialisten, die bestimmte Züchtungen anbieten und für Beratung da sind. Und dabei gibt es natürlich alles für den grünen Wohnbereich. Wie kann man doch sparsam dafür sorgen, dass die richtige Bewässerung im Garten stattfindet? Die Messe Gartenträume hier in Cottbus, heute hat sie begonnen. 3 Tage lang alles für das Gartenherz. Praktisch die Gartenfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Ich frage erstmal, was gibt es hier konkret 3 Tage lang zu erleben? Also 3 Tage lang Gartenfreude, das geht von Pflanzenanbietern. Da gibt es echt Spezialisten, die bestimmte Züchtungen anbieten und für Beratung da sind. Und dabei gibt es natürlich alles für den grünen Wohnbereich, damit man auch so viel wie möglich Zeit in dem grünen Paradies verbringen kann. Das heißt Möbel, Kamine, Grills, Überdachungen, also alles Mögliche, was man so bräuchte für den Garten. Wie teilt sich das jetzt hier auch räumlich aus? Also es gibt ja, glaube ich, 2 große Hallen. Genau, wir besetzen die Messehalle 1 und 2, also alles drinnen, weil die Temperaturen lassen draußen noch nicht so viel zu für Pflanzen. Aber wir haben Glück, es wird schon wieder wärmer, damit kann jeder wohl eine Pflanze mit nach Hause nehmen. Und verteilt ist alles durcheinander eigentlich passiert. Also die Pflanzen stehen abwechselnd mit Möbeln, mit floristischen Objekten, weil wer hat jetzt keine Lust auf Frühling? Das gibt es hier in den Hallen schon zu entdecken und mitzunehmen nach Hause. Sie meinten vorhin, bei den Blumenzwiebeln war so viel los, das haben Sie selber noch nicht erlebt, oder? Nee, ich war auch echt erstaunt. Ich muss sagen, es gibt auch dort viele Sorten, also ich glaube wohl über 150 Sorten verschiedenen Blumenzwiebeln. Und da gibt es die, die man kannte von früher, ne? Aus Omas Zeiten quasi, aber auch ganz neue, die für gerade dieses Biodiversitätsthema, also die Biene und Schmetterlingen etc. anziehen. Da gibt es auch viele Sorten zu entdecken. Und ganz besondere Sachen hat der Instand auch bereit für Sie. Man kann sich ja Tatsache auch ein paar Tipps und Tricks holen, beziehungsweise es wird auch ein paar Vorträge geben. Vielleicht dahingehend noch mal ein paar Einblicke, wie sieht das die Tage über aus? Richtig, also wir haben da bestimmte Vorträge von einem Rosenzüchter, Vierländer Rosenhof, der bietet so Tipps und einen Vortrag an über die Anzucht und Pflege von Rosen. Und dann haben wir auch sehr bekannt Europas größte Hibiskuszüchter und der erzählt über die essbare Pflanze, die auch sehr beliebt ist. Morgen und übermorgen ist Klaus Scholz mit dabei, vielleicht bei einigen bekannt von Ab ins Beet und Beetbrüder, und der steht auch für Ticks, Trips und alles Mögliche und Spaß im Gartenbereich zur Verfügung und auch für ein Foto natürlich, wer das gerne möchte. Ihr seid das erste Mal jetzt hier in Cottbus mit der Messe, reist aber, sage ich mal, durch ganz Deutschland sicherlich. Was sind so in diesem Jahr die großen Neuerungen? Hat man sich was Spezielles Neues einfallen lassen? Was ist so auch vielleicht aus Ihrer Sicht so das große Highlight? Also das große Highlight ist eigentlich, wie man eigentlich Gartentechnik und ja, das alles pflegeleicht geht quasi, doch kombinieren kann mit Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit natürlich auch ein großes Thema ist. Und das schafft man gerade durch verschiedene Pflanzen, die gerade diese Biodiversität im Garten reinbringen, nachhaltige Materialien, aber zum Beispiel auch ein Thema Bewässerung, wovon hier auch Spezialisten sind. Wie kann man doch sparsam dafür sorgen, dass die richtige Bewässerung im Garten stattfindet? Und wichtig, weil unsere Sommer werden immer trockener. Also das Thema Wohnen im Garten, also immer mehr Zeit verbringen da, das ist auch ein großes Thema, sehen wir auch bundesweit. Und dafür gibt es hier natürlich auch die Einrichtungen etc. dafür. Tickets gibt es ganz normal, nehme ich an, hier an der Kasse, oder gibt es nur noch sehr wenige? Es gibt hier an der Kasse Ticketsmöglichkeit und auch online kann man Tickets und sich da noch 1 Euro sparen online. Ja, jetzt die ersten Stunden ist die Messe in vollem Gange. Es sind eigentlich schon recht viele unterwegs. Wie ist Ihr Eindruck? Mit dem ersten Stand erstmal zufrieden? Ja, also wir haben eigentlich immer als Ziel, dass wir ganz lange ein Treffpunkt werden von Gartenbesitzern und Firmen aus der grünen Branche. Und was hier jetzt an Interesse ist, das freut uns sehr und ich glaube auch alle Anbieter. Das heißt, dass wir im nächsten Jahr wieder hier sein können und dass wir jährlich eigentlich so eine grüne Treffpunkt vor Frühlingsbeginn darstellen können, wo die richtigen Zielgruppen sich treffen und wo es immer wieder neue und Besonderes zu entdecken gibt. Und ich glaube, ja, das sieht man jetzt, das viel Interesse. Wir haben viele Besuche, also jede freut sich riesig.